wie interessant. Habe ich etwa kein Popcorn mehr? Wie blöd. Hier ist gar nichts drin. Tja, ich habe eben einen größeren Eimer. Hey, was soll das denn? Ah, was für ein lustiger Film. Perfekt passend zu meinem Popcorn. Hey, habe ich euch noch nicht zugemüllt? Was für eine Portion. Ist das euer Ernst? Das ist meine Portion? Oh, wow. Oh ja, diese Spritze gefällt mir um einiges mehr. Wartet mal. Ja, ich habe hier die größte Spritze bekommen. Du willst loslegen, Lilly? Okay, probieren wir mal. Riecht ganz schön gut. Zeit, dass ich mir was auf die Zunge tropfe. Nur ein paar Tröpfchen. Das schmeckt so lecker. Ich glaube, ich habe eine Idee. Eins, zwei, drei und... Oh nee, es ist alles daneben gegangen. Was lacht ihr mich aus? Ich bin beleidigt. Jetzt bin ich dran. Mädels, schaut mal. Ich treffe perfekt. Und jetzt von der anderen Seite. Schon wieder getroffen. Und noch einmal. Mach mal Platz. Genau ins Ziel. Super. Lilly, jetzt bist du dran. Na, gleich könnt ihr was erleben. Los geht's. Oh nee, das ist viel zu viel Sirup. Ah, ich bin total nass. Damit habe ich nicht gerechnet. Ist ja voll blöd. Ach, kann passieren. Oh Mann, ich habe die kleinste Portion. Yeah, ich liebe diese Porky-Stäbchen. Oh, wow. Ich bin selber total schockiert. So eine riesige Portion. Da habe ich aber Glück gehabt. Ich glaube, dann fange ich mal an. Ich sehe noch nicht einmal was ohne Brille. So ist besser. Na, mal sehen. Das sind ja diese Porky, die Zuckergusssticks. Mann, ich liebe die. Das war lecker. Jetzt bist du dran. Vergiss die Brille nicht abzunehmen. Also dann. Oh, na hallihallo. Gleich mache ich ein kleines Schlagzeug-Solo mit diesen Stöcken. Cool, nicht wahr? Na, ich weiß ja nicht. Oh, du bist so ein Langweiler. Es wird Zeit, dass ich die Dinger esse. Lecker, Schmecker. Ich liebe die. Die knuspern so schön und sind so toll. Ich liebe es. Was ist denn mit der los? Was für eine Portion. Ich glaube, ich habe einen Plan. Ich nehme mir ein Stöckchen. Es ist nicht so, wie du denkst. Also, wenn du denkst, was ich denke, was du denkst. Ich schaff das auch ohne dich. Ich geb dich niemandem. Schmeckt das lecker? Hättest mir doch wenigstens ein Stück geben können. Ah, du bist ja richtig hypnotisiert. Und was passiert, wenn ich das so mache? Mann, die sieht ja richtig lustig aus. Wie auch immer, ich mach weiter. Ich liebe diese Porky. Oh, was soll ich denn mit dir anfangen? Diesmal hast du am wenigsten bekommen. Oh, schau dir meinen großen Wurm an. Wow, das ist ja ein echtes Meisterwerk. Aber Monika darf anfangen. Oh, Menno. Der ist ja richtig klein. Der lässt sich ja gar nicht vergleichen. Vielleicht kann ich ihn ja langziehen. Moment, ich habe eine Idee. Ich nehme mir einfach ein Nudelholz und mache aus dem Wurm einen kleinen Pfannkuchen. Cool, nicht wahr? Ach, gar nicht beeindruckend. Hey, was machst du denn da? Oh, tut mir leid, Lucy. Wie auch immer, ich esse das Ding jetzt. Passt perfekt auf die Zunge. Das war lecker.
jetzt bist du dran. Gerne doch. Komm mal her, mein kleiner Wurm. Gleich werde ich dich aufessen. Oh, das schmeckt einfach unglaublich gut. Ich habe eine Idee. Ich bin hier die Chefköchin. Ich schneide meinen Gummiwurm in Stücke. So in etwa. Jetzt nehme ich mir eine Schüssel. Da kommen alle Stückchen rein. Jetzt brauche ich Erdbeersoße. Wunderbar. Jetzt brauche ich noch ein paar bunte Streusel. Genau das, was wir brauchen. Wow. Tja, ja, ich weiß schon. Ich habe gerade den perfekten Salat gemacht. Jetzt kann ich mich verwöhnen lassen. Hey, was willst du denn hier? Das ist mein Stück. Oh, Geizhals. Lucy, mach weiter. Na, sehr, sehr gerne. Ich fange mit dem Schwanz an. Richtig appetitlich. Ich krieg einfach nicht genug davon. Es wird immer leckerer. Das soll eine Ewigkeit dauern. Ja, das dauert schon eine Ewigkeit. Ich habe noch nie was Besseres probiert. Na los, zähl schneller. Hier, bitte sehr. Danke für die Pizza. Na endlich. Ich liebe diese Pizza. Also, um ehrlich zu sein, kann ich nicht mehr. Nimm diese Karte. Nimm diese Karte. Noch ein letztes Stückchen. Ich kann das schaffen. Das war's. Habt ihr das gesehen? Ich hab's geschafft. Hey, schlaft ihr etwa? Was ist los? Ich hab diesen riesigen Gummiwurm aufgegessen. Ah ja, gratuliere. Oh wow, saure Bonbons. Wieso hab ich so viele? Das nennst du viel? Das werde ich noch nie im Leben aufessen können. Halte durch, Monika. Ich fange an. Ich habe nur ein kleines bisschen bekommen. Das werde ich schon aushalten. Ich lege das Bonbon mir auf die Zunge. Ui, das ist ganz schön sauer. Puh, ich hab's geschafft. Ja, Mädels, das wird nicht einfach. Lilly, jetzt bist du dran. Okay, mal sehen, was da drin ist. Ah, das Ding glüht, ja. Das macht mir Angst. Ich leck mal dran. Ah, was ist mit meiner Zunge los? Nein, ich kann das nicht essen. Hä, was willst du denn mit der Bohrmaschine? Das siehst du gleich. Hier, ich mach ein kleines Loch rein. Oh nein, 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 das sollten wir uns ersparen. Okay. Oh Mann, das ging ja schnell. Fertig. Jetzt ist die ganze Säure auf meiner Zunge. Ich halte es nicht aus. Vielen Dank für die Hilfe, Monika, aber jetzt bist du dran. Oh nein, das wird ja noch schlimmer. Ich muss mal reinschauen. Was für ein riesiges Bonbon. Ich kann es kaum halten. Na los, Monika, mach schon. Ja, ich fange an. Wobei, Moment mal. Ich habe da eine Idee. Ich lege dieses Bonbon in ein großes Glas. Und jetzt brauche ich heißes Wasser. Das kommt ins Glas. Und jetzt schön umrühren, damit das Bonbon sich auflöst. Ich bin mir sicher, das wird die Sache viel einfacher machen. Du willst das alles austrinken? Aber natürlich doch. Mein Punsch ist fertig. Jetzt brauche ich nur noch die richtige Atmosphäre. Voilà. Oh, Monika, es wird Zeit. Ich warte. Ist ja gut, ich mache mich ja schon an die Arbeit. Also wünscht mir viel Glück. Oh, ist das sauer? Wann ist das endlich vorbei? Das war's, ich habe alles ausgetrunken. Oh, ich glaube, jetzt ist mir nicht gut.
die arme Monika. Und die ist erstarrt. Was für ein kleiner Eimer Eis. Oh, du hast eine größere Portion. Ja, Finger weg. Die gehört nämlich mir alleine. Oh, schau mal, Monika. Oh ja, ich habe hier die größte Portion bekommen. Monika, brauchst gar nicht in die Richtung zu schauen. Na gut. Aber dafür habe ich eine Portion, die wunderbar auf den Löffel passt. Cool, nicht wahr? Nicht schlecht. Na, komm mal her. Erdbeereis, was könnte besser sein? Brrr, ganz schön kalt. Zu schade, dass ich nur so wenig hatte. Jetzt bist du dran, Lucy. Da freue ich mich schon. Ich habe hier einen Eislöffel und eine Waffel. Gleich mache ich mir eine Eistüte. Schaut doch nur, wie toll das aussieht. Das schmeckt einfach fantastisch. Ich brauche noch eine Eiskugel. Vielleicht könnte ich gleich mehrere Eiskugeln draufkleben. Wow, sieht toll aus. Davon muss ich ein Foto machen. Ups, irgendwie habe ich damit nicht gerechnet. Jetzt hast du Eis im Gesicht. Hört auf, mich auszulachen. Schließlich schmeckt das immer noch richtig gut. Lilly, jetzt bist du dran. Also, ich nehme mir meinen Löffel und fange an. Ich liebe diese Eissorte. Mann, das schmeckt so gut. Ich bin so froh, dass ich diese riesige Portion bekommen habe. Die könnte ich eine Ewigkeit lang essen. Aber irgendwie wird mir ganz schön kalt. Ich glaube, ich friere gleich. Ach du meine Güte. Was ist denn mit der passiert? Ups, die Arme. Ja. Aber dafür können wir uns den Rest des Eises packen. Na dann, lass mal loslegen. Schmeckt das gut. Oh, was ist denn mit mir passiert? Mein Kopf tut weh. Hey, habt ihr einfach mein Eis aufgegessen? Ja, wir dachten, du wachst nicht mehr auf. Hier ist ja nichts mehr übrig. Wie konntet ihr nur? Och, Menno. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns einen Daumen nach oben und folg unserem Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also dann, tschüssi, tschüss.